Können wir jetzt bitte speichern? Ich habe nichts mehr zum Speichern. Wäre schön, wenn wir was zum Speichern hätten. Wirklich. Was ist da jetzt passiert? Einfach was zum Speichern. Kann ich das Spiel einfach austricksen, oder? Nein. Wo haben wir denn das letzte Mal gespeichert? Weißt du das zufälligerweise, Grazi? Meinst du vor der Hölle? Ich will das aber nicht nochmal machen eigentlich. Oh, waren wir hier schon? Ja, hier war doch die Treppe, die wir nicht benutzen konnten, richtig? Scheiß die Wand an. Dir kommt vor was? Jetzt hätten wir wieder was zum Speichern. So, sollen wir das jetzt opfern und dann später nochmal wiederholen? Nein, können wir nicht mehr wiederholen. Ich habe es nicht gesehen bis gerade. Also sollen wir jetzt speichern? Und heute es sein lassen? Oder sollen wir noch eins finden? Haben wir schon. Dankeschön. Ja, es hieß, es fehlt der rote Faden. Ja, warum sind sie immer noch grün? Das ist eine sehr gute Frage. Was ist das? Nix anscheinend. Ah, guck mal da. Das war ja jetzt Zufall. Es ist sowieso wieder weg, wenn wir den Raum verlassen haben.
Nein, es bleibt. Ein Wunder. Oh. Wir brauchen Tapes. Mindestens noch eins. Wenn wir beenden wollen. Oder wir beenden einfach so, ohne zu speichern, und müssen das halt nochmal machen. Ich weiß es nicht. Tape! Yes! Okay, dann gehen wir jetzt eben zurück, würde ich sagen. Und dann beenden wir. Ich weiß noch nicht mehr, wo wir hin müssen. Aber sonst... Wir mussten hier hin, richtig? Ich finde das nächste Mal raus, wie lange das Spiel noch dauern wird. Ohne mich zu spoilern. Menschenskinder. So, hier speichern wir jetzt. Reicht mir für heute. Wir haben genug geschafft, glaube ich. Ich hatte einen merkwürdigen Traum. Ein sehr merkwürdiger Traum. Beides Realität und mein Traum sind ein Albtraum gerade. Das ist wohl wahr. Ist beides schrecklich. Wir speichern einfach da. Du dachtest, es ist ein Heiligenschein? Ja, vielleicht auch das. Nein, das ist die Abendsonne jetzt. Ah, ich hab Morwurm mal wieder. So ein Scheiß, nur wenn man ein einziges Wort liest. Aber darum geht's heute nicht. So, was hatten wir gemacht? Wir hatten das gemacht. Das sind Knochen des Ceiling. Dach. Das sind Knochen auf dem Dach, die nochmal extra Gewicht dazulegen. Nein, sie sind ja runtergefallen. Verdammt. So ein Dreck. Warum ist es daher gekommen? Daher entsprungen, hätte ich fast gesagt. Was machst du jetzt? Jetzt sind sie weg. Hast du dich doch getraut, Knochen anzufassen? Ach, er hat sie rausgeworfen. Okay. Jetzt nur noch den Hocker rausschieben. Dann sollte der Elevator. Aufzug funktioniert. Ich weiß das deutsche Wort für Elevator nicht mehr. Ist denn der Ton laut genug? Sorry, wenn ich schon wieder mit dem Ton anfange. Kann ich mich bewegen? Ja. So. Ich trau mich nicht. Ja. Press the button. Push the button. Ja, man hört alles. Na ja, Q-An war wie gesagt auch ein A-Loch am Ende. War das Spiel viel lauter als ich. Ich habe zwar vorher eine Testaufnahme gemacht, aber man weiß trotzdem nie. Ping! Der Eierkocher ist fertig. So, raus mit uns. Meine Haare gehen mir immer noch auf den Sack. Geh raus. Hallo? Ah. Dem Vieh müssen wir aber nicht begegnen, bitte. Vor allem nicht hier, vor allem nicht bei Nacht. Ich habe ein Haar vorm Augen. Genau. Speise dich mal satt an den Knochen. Oh, es gibt so einen Ort... Hier unten. Was? Manche Sachen kann man einfach nicht auf Deutsch übersetzen. Es ist schlimm, ich weiß. Der Fremde hatte recht. Hier machen sie die Rituale.
Es ist wirklich sauber für einen Ort, der im Geheimen benutzt wird. Kann ich mich da wieder verstrecken? Kann ich mich verstrecken dort? Ich hoffe wirklich, dass mich nichts jagt. Sonst kann ich mich da drin verstecken. Vielleicht sollte ich mich vollstrecken, aber nicht fair. Ich habe keine Lust. Was ist das? Irgendwas über Religion. Irgendwas über Religion. Irgendwas über Religion. Irgendwas über Religion. Und irgendwas über Religion. Der Zusammenhang fehlt, weil er erst im nächsten Satz kommt. Ja, du meinst im Englischen, richtig? Das ist immer das Problem, weswegen ich immer erst den Text lesen muss und dann übersetzen, wie ich das im Koran gemacht habe und nicht Stück für Stück übersetzen. Hier habe ich das ja teilweise gemacht, dass ich direkt übersetzt habe. Dunkel war es, der Mond schien helle. Where am I? Ist das eine Tür? Ah, wir haben noch ein Tape. Yes. Gehst fix trinken holen. Mach das. Ja, da kommen wir nicht mehr durch. Ich weiß, wo ich bin. Nein. So, wo gehen wir jetzt hin? Rechts oder links? Die Tür ist zu. Doorknob is broken. Also, Türknopf ist kaputt. Ich kann hier nicht durch. Naja, später sieht das eh anders aus. Ich will das nicht. Ich weiß, ich bin jetzt mal wieder verschwenderisch. Haben wir einen neuen? Nein, 2 und 3. Ja, ich weiß, wir sind dumm. Ich will das Spiel noch fertig kriegen. Wir speichern noch einmal, weil ich befürchte, dass wir jetzt angegriffen werden. Ich muss mich um diesen Ort hier kümmern für eine Woche. Schon wieder. Für so einen Ort, den wir so oft betreten und verlassen, bin ich mir sicher, ist es ganz schön ätzend. Ja. Oh, das schreibe ich mir auf, das schreibe ich mir auf. Wo ist mein Stift? Für den Dachboden ist hot mit H am Ende. Ich versuche wieder witzig zu sein. Bewegen wäre nice. Hallo? Hallo? Ah, vielen Dank. Ist das wieder ein normales Tape? Anscheinend. Ich wusste es. So ein Sackgesicht. Du hast deinen PC, warum, Grazi, was ist passiert? Ich meine, ich bin auch kein Fan von im Moment, so wie der sich mit OBS rumprügelt. Das Internet, ach so. Ja, das Internet ist hier auch im Moment unglaublich schlecht und ich weiß nicht, woran es liegt. Wie rannten wir nochmal? So nicht. So auch nicht. So auch nicht. So, okay. Scheiße, ich habe die falsche Taste gedrückt. Das liegt aber an OBS. Ich traue mich aber nicht, das neue Update zu machen. Komm her, du Sau. War nix. Danke! Verdammt! Ich war nicht schnell genug? Du willst mich verarschen, richtig? Das ist ja wie bei DBD. Ja, das geht das ganze Spiel so über. Vielleicht ist das ja auch was für dich, Chakas. Ich spucke, Entschuldigung. Scheiß die Wand an, ich hasse das so sehr.
Vor allem bei so Pixelspielen, weil ich total gut da drin bin, um die Ecke zu pixeln. Scheiß, die wandern. Ich war wieder nicht schnell genug. Jaha. Bring. Nee, kill me. Nein, kill me slowly. Nein. Können wir irgendwas singen, was so geht? Nein, können wir nicht. Das Problem ist, dass ich bei solchen Steuerungen nie klarkomme, ist, weil ich mich immer versteife, wenn ich schnell irgendeine Taste drücken muss. Dann werden meine Finger steif. Dann kriege ich das nicht mehr. Ich weiß, wie sich das anhört. Schnell genug, schnell genug, schnell genug. Bitte, 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 bitte. Ich komme nicht raus. Fick dich. Ist das Vieh jetzt da reingerannt? Der lutscht das einfach weg. Wer lutscht was weg? What the fuck war das? Ich glaube, es ist in dem Zimmer unten. Ich würde nicht träumen davon, mich in so einem Ort zu verstecken. Ich muss wegrennen. Ich muss zum Elevator. Gut, wir haben ja jetzt das Fuck-Passwort. Komm schon, komm schon, komm schon! Danke. Wer das Vieh kommt jetzt von oben? Fick dich. Ach, Hulk lutscht das Vieh weg. Entschuldigung, in seinem Moment habe ich mich verschluckt. Fick dich, 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 lass mich in Ruhe. Ping! Ihr Eierkocher ist fertig. Chupa Chups mit Augenäumelgeschmack. Wie schmecken die wohl? 18 plus an. Es tut mir leid. Oh, ich schwitze schon wieder so sehr. Meine Beine geben nach. Schlaf mal eine Runde. Du wolltest schon vorhin in einem fremden Bett, das wahrscheinlich jahrelang nicht benutzt wurde, schlafen. Ich muss hier raus. Was du nicht sagst. Kein Vieh. Kein Vieh. Kein Vieh. Wir haben ein Problem. Was soll ich jetzt tun? Soll ich auf den Fremden warten? Bist du's? Ich hab über den Generator gewacht. Du hast es geschafft. Ich drück die falsche Taste. Dank Gott. Was? Thank goodness. Gott sei Dank. Warum versteckst du dich in dem Zimmer? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Zuallererst, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Auf der unteren Etage, vor dem Elevator. Warum vergesse ich eigentlich immer, was Elevator heißt? Aufzug. Da ist ein merkwürdiges Monster. Kein Kommentar. Und der Raum, in dem du gerade stehst, in der Kante. Corner, Kante. In der Ecke. War jemand festgebunden? Hast du ihn nicht gesehen? Kein Kommentar. Bist du noch da? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich könnte wirklich eine Erklärung vertragen. Bitte. Ich habe überlegt. Entschuldige. Ich glaube dir. Aber mach dir darum keinen Kopf. Ha, ha, ha. Das sagst du jemandem, der sich ständig einen Kopf macht. Ich glaube dir mit dem Monster. Ich hab's auch gesehen. Als ob. Aber wegen der Person, die in dem Gefängnis befestigt ist. Nein. Befestigt ist nicht. Festgebunden ist. Englisch wird heute toll. Was? Es war niemand hier, als ich herkam. Oh, scheiß, die wandern. Und du bist sicher, dass du ihn gesehen hast? Das kann nicht sein. Nein, bitte nicht hinter uns. Bitte nicht hinter uns. Bitte nicht hinter uns. Bitte. Okay. Aber was ist mit unten? Ich muss einen anderen Weg finden. Damit wir entkommen können, müssen wir das Ritual unten durchführen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und ich bin immer noch bei meiner Theorie, wie die Geschichte geht.
Grazie, ich weiß nicht, ob du das gestern mitbekommen hast, als ich den Brief vorgelesen habe. Ich kann das nicht. Ich kann nicht noch mal runtergehen. Ich möchte dieses verrückte Blobvieh nicht noch mal sehen. Denkst du wieder nach? Okay. Ich habe darüber nachgedacht. Ich werde mich darum kümmern. Aber es gibt noch etwas, womit du mir helfen musst. Was ist? Ich brauche Kerzen, Faden und Blumen. Die Red Spider Lily. Ich weiß, wie sie aussehen. Ich weiß nur nicht, wie sie heißen auf Deutsch. Ich weiß, wie sie aussehen. Rote Spinnenlilien. Heißen die auf Deutsch auch so? Die brauche ich für das Ritual. Also wir wissen, wo wir Faden finden, eigentlich. Wo es sein sollte zumindest. Wir wissen, wo wir Kerzen finden. Aber ich weiß nicht, wo ich die Spider Lily finde. Du musst von ganz unten im Keller bis oben zum zweiten Stock nachgucken. Während du dich umsiehst, werde ich unten auf dich warten und werde ich nach unten gehen und mich um alles kümmern. Dann werde ich alles fürs Ritual vorbereiten. Lass uns den Fluch aufheben und diesen gottverlassenen Ort verlassen. Ich will aber nicht. Hast du eine bessere Idee? Nein, okay. Bitte stirb nicht. Wäre scheiße, wenn du stirbst. Ich weiß, dass, weil ich oben war, dass irgendetwas abgeht. Wir müssen es schaffen, bevor wir von dem Teil gefressen werden. Oder? Ich weiß nicht, was noch mit uns passieren wird. Und kümmere dich nicht um diese festgebundene Person, von der du mir erzählt hast. Das ist wahrscheinlich wieder nur irgendein merkwürdiges Phänomen hier. Dinge sehen, Dinge hören. Du musst ruhig bleiben. Ich möchte dich nicht verlieren, okay? Okay. Ich will das trotzdem nicht. Nie in meinem ganzen Leben habe ich irgendein Ritual durchgeführt. Ich dachte immer, dass das alles nur Humbug sei. Rote Lilien, eine Kerze und Faden, richtig? Ich sollte Denglisch. Sollte in jeder Ecke und jeder Kante. Nein! Ritze nachgucken. What's going on in here? Hello? What the fuck is this? Hat dieser Fremde keine Angst vor dem Monster? Ich sollte die Sachen zusammensuchen, die wir brauchen. Rote Spinnenlilien, Faden und eine Kerze. Die sollten irgendwo hier im Haus rumliegen. Ja, ich weiß, wo die Kerzen waren und ich weiß, wo wir vielleicht Faden finden, aber ich weiß nicht, wo wir die Spinnenlilien finden. Ach, das war die Farbe, die im Spiel fehlt. Okay, macht Sinn. Tag, ich bin die Neue. Standst du schon vorher da? Geh falsch. Da ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich falsch gehe. Hä? Seit wann bist du denn da? Mehrere Wege führen nach Rom. Können nicht raus und haben. Ja, ich bin im Kreis gegangen. Super. Wir haben keinen Garten und also wir können nicht raus und es gibt auch kein Gewächshaus.
Leider. Ist eine gute Idee, aber haben wir hier nicht. Was ist das für ein schrecklicher Geruch? Leer. Leer. Wo waren die Kerzen? Hier kommt der Geruch her. Oh, bitte sei nicht. Sollen wir es öffnen oder sollen wir es nicht öffnen? Wir öffnen das jetzt. Was zur? So, was ist denn da nun? Ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Ist das nicht das Teil, das mich verfolgte? Bitte nicht aufstehen, 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 bitte nicht aufstehen. Martyr. Nein, nicht ganz. Nicht Martyr. Ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Ist das nicht das Teil, das. Ja, wir wissen es. Wofür brauchten wir den Code nochmal? Hierfür, richtig? Ja, hierfür. Leider nicht Martyr, aber ein anderes Spiel. So. Alles in Großbuchstaben. H. O. T. H. Es ist offen. Juhu. Da ist ein Knopf. Sollen wir ihn drücken? Push the button. Ja. Machen wir. Ich hab's im Moment mit den 90er-Hits. Ich weiß nicht mehr, warum. Eine Leiter kam runter. In dem Brief stand, wir sollen die verdammte Leiter hochkriegen. Wir sollen die verdammte Leiter hochkriegen. Das ist mein letztes Tape. Wir brauchen unbedingt neue Tapes. Items for the Ritual. Was haben wir denn für Items schon fürs Ritual? Noch gar nichts. Weiß, ich fange schon wieder an. Entschuldigung, ich habe viel zu sehr meinen Spaß. Dann speichern wir jetzt. Would you like to save? Yes, please. Immer weiter hoch die Leiter. Woo!